Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Adventskranz-Video. Es bleibt kuschelig mit Wollfilz. Das hat es mir irgendwie ein bisschen angetan, muss ich sagen, in trendigem Grau. Und dass man auch zum Thema Upcycling oder Nachhaltigkeit, dass man auch aus seinen Konservendosen auch einen Adventskranzgesteck, nein, keinen runden Kranz natürlich, machen kann. Das wollte ich heute im Video zeigen, weil das fand ich eigentlich eine total spannende Idee und es gibt heute einfach mal ein paar andere Farben. Aber viel mehr Details gibt es dann gleich nach der Intro. So, ihr Lieben, also wir sind sehr beschäftigt mit dem Versenden und vielen Dank für eure vielen Bestellungen. Also das sind jetzt hier die Päckchen mit diesen Weihnachtsbäumchen, die ich fleißig versende und ich bin fast jeden Tag bin ich tatsächlich bei der Post und gebe die vielen, vielen Päckchen auf und ich muss euch auch sagen, als kleines Update, das Schaufenster ist jetzt fast leer. Es gibt noch die kleinen Tannen. Aber es gibt keine großen Tannen mehr, es gibt auch keine großen und kleinen Elche mehr. Also die Elche haben jetzt alle glücklich ein Zuhause gefunden. Oh, sorry, ich muss den Tee auch drauf machen. So, die haben jetzt alle glücklich ein Zuhause gefunden. Und das ist auch wunderbar. Und ihr schreibt immer so, ach Marc, jetzt alles gut angekommen. Ich lege auch immer, wenn ich so weit vorredig, noch das Floristik 24 Magazin bei. Und packe hier die großen Pakete. Und man sieht hier, hier ist also jetzt richtig groß. Da drin ist zum Beispiel dieser rosa Filzkranz. Den hat sich eine ganz liebe YouTuberin gewünscht und den haben wir auch gleich gemacht, ganz frisch und versendet. Und wir erfüllen hier alle eure Wünsche. Das geht jetzt heute auch noch zur Post, aber das wollte ich euch einfach mal zeigen. Und das ist jetzt mal eine kleine Ladung. Ich habe schon ein paar größere Ladungen auch. Schneid. So, und dann habe ich noch eine richtig schöne weitere Empfehlung für euch. Ich muss gestehen, wir mussten auch mal testen. Und das ist jetzt ein Beerenglühwein. Und das ist jetzt hier einmal Brombeer und dann der andere ist Himbeer. Und ich muss mal probieren. Oh, sehr lecker. Wahnsinn. Ganz tolle Qualität. Und diesen tollen Beerenglühwein, ich wünschte, ich könnte euch diesen Duft mal durchs Video reinspielen, aber es geht leider nicht. Den gibt es jetzt vom Holzeggerhof als DIY-Paket, also zwei Flaschen Glühwein und dann gibt es ein gewickeltes Kränzchen, 25 cm Durchmesser, gibt es als Special Offer und da gibt es auch den Rabattcode Margit. Wie so oft. Also Margit groß M und der Rest klein geschrieben. Das könnt ihr euch bestellen. Und dann habt ihr schon so eine richtig schöne vorweihnachtliche, ja, eine vorweihnachtliche Stimmung. Und ich muss euch sagen, also das ist wirklich erste Sahne. Sehr, sehr gut gemacht. Meine Empfehlung. Deswegen, ja. Und sorry fürs Testen. Der ist natürlich dann ganz dunkel wie die andere Flasche auch, wenn ihr den bekommt. Das gibt es dann im Päckchen zusammen. Zum Wohl. So, es gibt von euch immer so viele Kommentare, dass ich mir einen Spickzettel machen muss, dass ich auch nichts vergesse. Also hier zu dem Hängekranz, den blende ich euch nochmal ein, den wir mit den Schleifenbändern gehängt haben. Da gab es auch echt viele Fragen, dass einige gesagt haben, sie haben den immer ohne Drähte gehängt. Ja, wenn der Kranz nicht so schwer ist, das geht ohne Drähte, aber je schwerer der Kranz wird, desto wichtiger ist es also, dass wir haben den Kunden, der hat so einen riesen Kranz, ja immer, also der ist ungefähr einen Meter Durchmesser und den kann man tatsächlich nicht mehr ohne Drähte hängen. Ja. Aber
da waren viele Kommentare und Fragen. Dann hat eine auch gefragt aus dem Ausland, hat gesagt, ich bekomme keine Strohrömer. Ja, also Strohrömer sind natürlich unerlässlich. Ich habe jetzt keinen in der Hand, nachher kommt es noch. Aber man könnte rein theoretisch, das ist einfach mal so ein ganz einfacher Tipp, ja, wenn jemand sagt, oh, ich komme an sowas nicht ran. Also Strohrömer haben immer mehr Stabilität. Aber man kann auch zum Beispiel Zeitungspapier ganz fest wickeln und kann das dann mit Draht umwickeln und kann theoretisch auch, das ist natürlich, um Kerzen drauf zu drahten und so, ist jetzt nicht so stabil wie ein Strohrömer, aber man kann auch aus festem Packpapier und aus Zeitungspapier kann man einen Strohrömerersatz herstellen. Nicht gleichwertig, aber ich glaube, wenn man wirklich nicht drankommt, ist das auch eine coole Sache. Und also wenn wir eine Größe nicht hatten, haben wir zur Not sowas auch mal als Basis genommen. Aber Not macht erfinderisch und es geht, und das wollte ich einfach auch nochmal angesprochen haben, weil man sieht schon, das war jetzt schon relativ stabil. Und also was natürlich immer super wichtig ist, ist tatsächlich einfach, dass man Drähte hat, weil man muss das auch dann ganz fest wickeln, ja, und ganz fest fixieren. Ohne Draht geht eigentlich in der Floristik kaum was und deswegen empfehle ich immer Drähte. Ich habe schon mein Schmuckkästchen da hinten stehen, aber komme ich gleich dazu. Ja, dann gab es auch noch so ein ganz interessantes Thema auf dem Kranz mit Eukalyptus. Also die Äpfelchen auf dem Kranz, da blende ich noch mal das Bild dazu ein. Also die haben die Gemüter gespalten. Es gab welche, die haben gesagt, oh, die Äpfelchen, nee, gar nicht. Und andere haben gesagt, boah, die Äpfelchen drauf sind mega. Das ist jetzt natürlich ein Malus-Äpfelchen, also es ist Natur. Der geht auch tatsächlich kaputt. Es gibt aber auch sehr schöne Kunstäpfelchen, kleine, die man nehmen kann und die halten dann unbegrenzt. Aber ich fand die halt mit diesem schönen, ich mochte diesen Schimmer und ich mochte die Farbe total gern. Aber es war ganz lustig in den Kommentaren. Ihr habt es völlig verschieden kommentiert und wirklich die einen haben es geliebt und die anderen haben gesagt, nee, überhaupt nicht. Also fand ich auch total lustig. Und dann habt ihr auch noch gefragt nach Türgrenzen. Ja, Türgrenze wird es natürlich auch noch für die Adventsausstellung geben, klar. Aber die kommen und es kommt auch noch ein Türkranz-Video mit einem ganz interessanten Thema. Aber es lohnt sich ja immer, mich zu abonnieren und am besten noch die Glocke zu aktivieren. Und dann bekommt man immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video rausbringe, was jetzt zur Weihnachtszeit auch nicht nur Samstagvormittag sein kann. Wenn ein interessantes Thema ist, dann mache ich jetzt einfach ein Video zusätzlich. Weil einer hat gesagt, Margit ist im Adventskranzfieber. Ja, bin ich in der Tat. So, aber viele Fragen beantwortet. Das wollte ich doch auch noch, euch noch wissen lassen. Und jetzt komme ich endlich zu dem heutigen Adventskranz-Video. Und dazu, ja, ich hatte irgendwie die Dosen zu Hause und habe gedacht, es ist eigentlich schade, dass man diese Dosen nicht so mehr verwenden kann. Und saß dann auch mal abends vor dem Fernseher und habe einfach mal wieder, haben auch ein paar gesagt, ja, Margit, das sind Luftmaschen. Stimmt, ich habe Luftmaschen auch schon gehört. Es sind Luftmaschen, habe Fernsehen geguckt, konnte in Ruhe schauen und konnte die Zeit auch mal nutzen und habe einfach Luftmaschen gehäkelt vor dem Fernseher. So lang, bis ich genügend Luftmaschen hatte, um meine Dose, ja, Ziel ist, dass ich meine Dose beklebe damit und ja, mache dann eine schöne lange Schlange. So, also ich habe jetzt mal erfahrungsgemäß waren das an meinem Wohnzimmertisch, habe ich mal ausgemessen, zweimal die Kantenlänge, aber das war dann so ein Versuch und ich werde das Ganze jetzt mal auf meine Dose kleben. Hier brauchen wir natürlich wieder Heißkleber, Heißkleber wie so oft. So. Und ja, genau, und wie immer ist der Heißkleber natürlich als erstes mal leer, das heißt, ich brauche wieder Heißklebesticks. Auch das ist was, was man immer vorrätig haben sollte. Und dann wird erstmal geklebt. So, das letzte Ende ziehe ich jetzt natürlich durch und mache keine Luftmasche mehr und klebe das einfach
Genau, immer die Finger ein bisschen schonen und klebt das einfach hier mit drauf. Aua. So, und klebe auch die letzte Schlinge hier ein bisschen fest, dass die schön anliegt. Und dann gibt es noch ein kleines Löchlein, das ich tatsächlich auch füllen muss. Und das ist hier unten, weil das ist der Beginn. Und da kleben wir einfach ein bisschen Filzdocht. So, da kleben wir einfach ein Stück drauf und dann ist die, dass die Dose nicht mehr sichtbar ist. Also ein bisschen getrickst und schon sind die Lücken zu. Teil 2 ist natürlich, dass ich mir auch eine Basis schaffen muss, um diesen, ja, ich muss diese Dose noch füllen. Ich nehme die Dose, drück die mal hier drauf. Ich habe gerade versucht, wo ist der Rand? Und habe hier natürlich den Rand. Nehme die Höhe, die ich brauche von der Trockensteckmasse und ritze das mal ein. Zack. So, von ein paar Seiten eingeritzt, der Rest reißt wunderbar selber. Trockensteckmasse zeige ich euch natürlich nochmal, wo ihr das bestellen könnt, bei Floristik24. Meine Kollegin war schon fleißig. Ja, und ich habe jetzt hier meine viermal die Basis. Das sieht jetzt noch nicht so weihnachtlich aus. Aber ich brauche natürlich auch Kerzen, die ich gleich nochmal hole. Und ich finde eigentlich zu grau muss unbedingt weiß, weil wir wollen ja auch mit dem Calocephalus was machen. Ich habe noch Natur natürlich und Deko und ich finde, dass weiße Kerzen tatsächlich am besten passen. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz an meinen Kerzenschrank und werde mal suchen, was ich da Schönes finde. Moment, ich bin gleich zurück. So, also Kerzenbefestigung funktioniert tatsächlich immer anders. Und während wir für die Strohrömer drahten wir die Kerzen, das habe ich ja in den letzten Videos gezeigt. Und dann gibt es ja auch jetzt die Steckmasse. Und da nehme ich eine andere Befestigungsvariante, weil da sind die Drähte einfach zu dünn und dann würden die Steckmasse ausreißen auf Dauer. Das heißt, es gibt sogenannte Pinholder oder auch diese Kerzenstecker. Ich gucke mal, ob ich da auch Bestelllinks finde, weil das sind natürlich sehr schöne Befestigungen, wenn man weihnachtliches Gesteck mit Frischblumen und mit einer Kerze macht. Dann ist es immer gut, für die kleineren Kerzen kann man auch hier diese Pinholder nehmen. So, also bei den Pinholdern gibt es kleinere und größere. Und für kleine Kerzen, also wenn die ein bisschen schmäler sind, nehmen wir die kleinen Pinholder. Und diese kleinen, die benutzen wir ebenso, um die Steckmasse zu befestigen für Blumengestecke. Hier sieht man, da war also jetzt ein Gesteck drin. Das war so groß, dass wir sogar zwei benutzt haben. Ja, das sind also die kleinen. Aber ich habe gedacht, die Kerzen hier sind tatsächlich auch fast zu groß. Das heißt, wir nehmen doch eine Nummer größer und das sind jetzt so Stecker. Die kann ich auf die Kerze machen und dazu stelle ich meine Kerzen auf den Kopf. Guck erstmal, dass die Arbeitsplatte sauber ist und dann drehe ich die Kerzen auf den Kopf. Und kann einfach diese Kerzenstecker mit Heißkleber befestigen. Ich würde den Heißkleber nicht da hier drauf machen, weil durch die Löcher läuft der Heißkleber nämlich super schön auf die Finger. Ich habe im ersten Augenblick gezuckt und habe gedacht, nein Margit, ich will nicht meine Finger verbrennen, sondern ich will das hier befestigen. Wenn ich noch größere Kerzen habe, ja, es gibt welche mit einem großen Umfang, die sehr fest sein müssen, und wenn diese Blättchen nicht ganz fest an der Kerze sind, dann muss ich tatsächlich diese Stecker auch noch mit Draht befestigen. Das geht dann folgendermaßen, dann nehme ich Draht, also einen 18er, am liebsten eigentlich wirklich so einen festen, blau geglühten Draht, nehme ein kleines Stückchen, ich zeige das einfach mal hier, nehme hier ein kleines Stückchen Draht, so wirklich klein, biege das zurecht. Das klingt sonst so theoretisch, gell, wenn ich das immer so erzähle. So, biege das zurecht
Und nehme dieses Stück, erhitze beide Enden und drücke das mit der Zange hier in der Kerze fest. Ja? Und wenn ich dann große Kerzen habe, dann mache ich tatsächlich hier links und rechts, befestige ich nochmal diesen Pinholder auch noch mit zwei Drahtstückchen in der Kerze. Also bei dieser Kerzengröße brauchen wir es jetzt nicht. Aber ich wollte es euch mal gezeigt haben, dass es so funktioniert und dass das dann eine sehr gute Art der Befestigung ist. So, meine Idee war, das als Grün habe ich jetzt natürlich ein wunderschönes Zypressengrün. Ich habe jetzt diese kleinen Beeren, die sind Traum, die sind echte Hammer. Diese kleinbeerige Zypresse. Und die kombiniere ich mit dem Callocephalus. Ich habe also in der Tat extra nur silbriges Grün und habe kein tiefgrünes Grün, wie zum Beispiel eine Nordmanntanne, gewählt, ganz bewusst. So, also um das Ganze schön auszugrünen, habe ich einen wilden Thymian gewählt, einen schönen getrockneten. Habe einfach mal was, habe diese, ja, diese länglichen Stücke mal ein bisschen wild drumherum gewickelt und brauche jetzt schon wieder Draht. Das heißt, und hier ne, dann nehme ich meine Konifere, meine beerige Konifere, stecke die Stückchen in die Trockensteckmasse rein. Dazu brauche ich natürlich ein bisschen Stiel, bei dem ich das Grün abmachen muss. Kann also jetzt wirklich erstmal hergehen und rundum die Konifere in die Steckmasse stecken. Ich muss leider ein paar Beerchen opfern, das ist sehr schade, aber das geht nicht anders. Steckt es in die Steckmasse ein. Man kann es auch noch mal anschrägen, aber es geht auch so. Es ist ja Trockensteckmasse. Und dann brauche ich, wie so oft, meine Drähte. Habe also einen Draht. Das ist wieder ein Steckdraht. Und das ist ein 7er, 8er. Ja, das ist so ein Draht in etwa. Und dann nehme ich den Draht, mache so kleine U-Häkchen. Ja, und positioniere meine Konifere perfekt, so wie ich das dann gern hätte. Dass es so ein hübsches Kränzchen ist und positioniere diese länglichen Stücke perfekt, so dass ich ein vermeintlich buschiges Kränzchen um meine Kerze habe. Dann kommt natürlich unser heißgeliebter Callocephalus, unser Stacheldraht zum Einsatz, den ich ja auch bei dieser Arbeit unbedingt in Akzenten dazu machen wollte, weil weiß, weiß, grau, silber, da muss der unbedingt dazu. Der trocknet super schön ein. Das ist also ein ganz traumhaftes Material für Kränze, für Adventskränze. Der ist im Winter absolut unverzichtbar für uns. Und auch hier brauche ich wieder Drahtstückchen, um den Callocephalus reinzuarbeiten. Also es ist eine richtig schöne Kombi, es gefällt mir total gut. So, falls du jetzt merkst, ich bekomme gerade den Hinweis, dass meine Kerze nicht ganz gerade ist. So, zum einen kann ich mit der Steckmasse ein bisschen korrigieren und zum anderen kann ich auch immer, wenn ich merke, die Kerze ist nicht ganz gerade, dann kann ich einfach noch mal ein bisschen unterfüttern auf einer Seite, weil ich glaube, jetzt ist sie gerade, genau. Ich habe ein Nicken, vielen Dank. Was hier sehr hübsch wäre, das wäre auch ein Birkenstern. Wäre auch schön, ja. Wir tasten uns jetzt ein bisschen ran. Und was ich eigentlich auch sehr schön fand und sehr dezent, ist dieser goldene Stern. Aber ich glaube, die Birke macht mehr Wirkung. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen am Überlegen. Und ich wollte eigentlich ein paar Sternchen, ein paar kleine Sternchen wollte ich nochmal hier außen rum machen. Aber ich habe auch noch eine sehr schöne Variante. Und auch ich muss immer die Arbeit erstmal fertig sehen.
um dann zu sehen im Video. Und ich finde eigentlich grau, der graue Stern, der ist echt cool. Also den finde ich jetzt eigentlich wirklich am besten. Und ich würde nur drei graue Sternchen nehmen und würde auch die, ich habe zuerst überlegt, ob ich mit Drähten was um die Wolle rum mache. Nein, wir bleiben tatsächlich dabei. Ich würde die Sternchen nur hier reinsetzen, diese grauen, und wenn ein kleines Kügelchen, aber eigentlich braucht diese Arbeit gar keine Kügelchen mehr. Und durch dieses schöne natürliche Grün würde ich tatsächlich auch die Birkensterne lassen. Oder einer. Einer hier auf den Filz? Ja, auch. Nee. Nee, okay. So, ja, wie ihr wisst, ist es ja von mir immer nur die Grundidee, was ihr letztendlich daraus macht und ob ihr da Kugeln oder ob ihr nochmal was umwickelt. Aber ich finde, der Filz umwickelt die Dose und eigentlich ist es dann wirklich genug Deko. Und ich finde, die Dose ist jetzt so eingekuschelt, der wird es den ganzen Winter nicht mehr kalt. Ja, das sieht also jetzt so richtig toll kuschelig aus und kein Mensch sieht mehr, dass es eigentlich nur die Konservendose war, die da drunter ist. Und es ist einfach eine sehr schöne Erhöhung. Und also es lässt sich sowohl solitär als Geschenk zum Beispiel verschenken. Oder man sagt, Moment, da muss ich jetzt ein bisschen Platz machen. Ich habe nämlich noch eine tolle Idee. Oder ihr geht her und sagt, man hat da zum Beispiel noch ein schönes Brett. Das hatte ich jetzt zum Beispiel. Ein richtig schönes. Und dann nimmt man dieses Brett, legt es auf den Wohnzimmertisch. Und ich habe jetzt natürlich keine vier ausdekorierten Kerzen, aber den Rest kann man sich ja sehr gut vorstellen, weil es würde die Dauer des Videos tatsächlich sprengen. Und man geht her und stellt diese vier schönen, wunderschönen ausdekorierten, ja, Upcycling-Adventsdosen, stell die hier aufs Tablett. Und ich habe auch noch extra mein Körbchen mitgebracht. Dann kann man zum Beispiel ein bisschen was Weihnachtliches dazulegen. Kann auch noch mal, ja, kann das noch mal mit Grün. Also auch dieses, auch so ein Holz oder ein schönes Tablett lässt sich beliebig ausdekorieren. Und schon hat man wirklich ein ganz tolles Adventstablett und es ist für den länglichen Tisch mega. Es ist echt perfekt. Und die Farbe, je nach Lust und Laune, den Wollfilz, den gibt es ja in so vielen Farben. Bei Floristik24 findet ihr viele Farben und ich habe ja auch in Rosa den Kranz gemacht. Also jeder wirklich nach seinen Wünschen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und erzählt mal, ob das eine Idee ist für euren Tisch, mal was ganz Neues oder ob ihr das blöd findet. Das ist auch in Ordnung. Ich versuche wirklich viele Ideen für viele Geschmäcker zu zeigen und rundlänglich, dass einfach jeder irgendwie sagt so, ach, jetzt kann ich mir eine Idee rauspicken und das war heute einfach mal wieder eine ganz andere. Das war ein Upcycling-Adventskranz. Lieben, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Es gibt noch weitere Adventskränze von eurer Margit. Tschüss!